Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In Sektor 6 angekommen, haben wir versucht, Tifa sofort zu retten. Allerdings kommen wir nicht zum Don durch. Wir müssen uns irgendwie die Erlaubnis verschaffen, da reinzukommen und dafür wollen wir gerne Aerith verwenden. So, und wie schwer das Ganze wird, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. So, dann wollen wir doch zuallererst mal zu dem Chocobo-Typen. Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen. Wenn es nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Hä? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt! Gut, spielen wir. Also, Revers oder Avers? Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch. Avers. Avers. Schade. Revers. Na. No. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Nicht umsonst gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Lass mich mal die Münze sehen. Arschloch. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Wallmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir. Oh, wir haben die Zeit zurückgespult. Wir werden ihn nochmal anquatschen. Okay. Was ist los, Johnny? Warum habe ich mich nur überreden lassen? Ja, was ist los? Hätte ich doch nur Revers gesagt. Warum habe ich mich nur überreden lassen? Hätte ich doch nur Revers gesagt. Ach, der gibt mir den Tipp. Okay. Revers. Revers. Schade. Avers. Willst du mich verarschen? Beim letzten Mal war das Revers. Wenn ich ehrlich bin, ist das... Ja, da wären wir wieder. Okay, er wird immer da sein, wo wir auch sind und uns einen Tipp geben, was da schief geht. Was für ein Pisser. Jetzt habe ich beide Möglichkeiten probiert. Na gut, gehen wir zum nächsten. Wir werden alle Tricks machen. Absolute Weltneuheit auf dem Wallmarkt. Einging? Ja. Wollten uns hier treffen. Der Wallmarkt ist schon ein So. Gehen wir mal rein. Hä? Was? Scheint noch nicht offen zu sein. Oh, sich mal durchkriegen. Mit dem, tut richtig gut. Ich glaube, der ist auf Droge. Gibt's vielleicht einen Hintereingang? Also hier steht Sale, aber die verkaufen nichts. Toll. Wo geht's eigentlich hier entlang? Hier ist aber eine schöne Musik.
Wir sind immer noch in der Stadt, ich kann nicht zuschlagen. Ach, guck mal, wir können hier noch ein bisschen erkunden gehen. Also, eine kleine Abwechslung zwischendurch. Sternenanhänger. Was bringst du mir denn, Sternenanhänger? Achso, ich habe schon einen von denen. Achso, Zustandgift. Wenn wir mal auf jemanden treffen, bei dem Gift ein wirkliches Problem ist, dann nutzen wir den. Ach, guck mal. Das ist der sichere Weg. Ich verstehe. Oh, ist was? Böse, böse Aerith. Unglaublich. Das ist ja wirklich ein chilliger Weg hierher. Lol. Hätte man sich die ganze Scheiße sparen können. Aber gut, wir wollten ja auch nicht hierher. Wir wollten ja zu Sektor 7, ne? Ist ja noch ein ganzes Stück entfernt. Na gut, Madame M ist abgeschlossen. Dann gehen wir doch zum anderen. Was? Oh. Was los? Aufstehen, Vater. Ich wollte doch eigentlich mit Anjan reden. Aber die Versuchung war einfach zu groß. Scheint so. Naja, ich gehe rein und frage nach. Dafür war es echt der Wahnsinn. Mach du erstmal hier. Warum denn du allein? Ich will mitkommen. Aber... Cloud, du weißt doch, dass du nicht der beste Redner bist. Komm mit, ich glaube, es ist sicherer, wenn du mitkommst. Die Herrschaften. Oh. Danke. An diesem Ort werden ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Honigtöpfchen. Darf es ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Ich würde gerne Anjan sehen. Unsere einsame Nummer 1. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben? Reserviert habe ich nicht. Oh. Dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten 3 Jahre lückenlos ausgebucht. 3 Jahre lang? Wir wollen eigentlich nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe, aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Anjan. Ja, uns bleibt eigentlich keine Möglichkeit mehr. Wir haben hier noch Madame M, wo wir nicht reinkommen. Und das war's eigentlich. Irgendwie aufregend, nicht? Du bist doch nur wegen der Honig. Dann schauen wir doch mal bei Madame M vorbei. Vielleicht wird sie jetzt getriggert. Scheiße! Wie die Stimme immer noch von links kommt. Da wird man ja ganz richtig danach. Ich glaube, ich halte es ohne Madame M nicht mehr aus. Was los, Kleiner? Erzähl, was sind deine Probleme? Verdammt! Sie hat mich eiskalt durchschaut. Das liebe Geld. Verdammt! Sie hat mich eiskalt durchschaut. Okay, das liebe Geld, ja? Also irgendwas mit Geld. Hier müsste es sein. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. Ah, ich verstehe. In diesem Sinne...
Was kann ich euch lieben denn heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig werden und... Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Oh. Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Hey Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Wird's bald? Was für eine Domina. Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Die Billigmassage, bitte. Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Nur damit du es weißt, diese Behandlung ist nicht ganz ungefährlich. Hä? Sie ist ein wenig experimentell. Manchmal ist das Ergebnis fantastisch. Manchmal nicht. Halt, Moment! Weicheier sind mir zuwider. Los, beiß die Zähne zusammen! Mein Arm ist ganz taub. Das tut mir leid. Dann gute Besserung. Okay, ich hätte mehr bezahlen sollen. Aber ich hatte nicht genug Geld. Und, wie war's? Frag nicht. Ich will nicht drüber reden. Oh. Bist ja ganz blass. Muss mich nur ein bisschen ausruhen. Bist du sicher? Hoffe ich zumindest. Okay, und du? Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Okay. Ey, mir ist übrigens nicht entgangen, dass wir jetzt Elvis spielen, keine Sorge. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Hä? Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Wenn sie das sagt. Wenn sie das sagt. Also, mir gefällt's. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung.
guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Also ich fand das Storytelling in diesem Teil vom alten Spiel besser. Lustiger. Weiter so. Ja, gut, ich habe mir gerade den Arsch abgelacht, als er Schmerzen hatte. Das hätten die ruhig lassen können, ja. Huh? Hier wird nicht wild rumgegrapscht. Aber ich konnte da meinen Arm reinstecken oder irgendwas. Na gut. Ja, vielleicht kommt das doch mal, wer weiß. Was für ein Wettkampf das wohl ist? Wir sind auf dem Ballmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Was los? Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber... Wo müssen wir denn dafür hin? Ah, ich sehe. Das nicht auf die leichte Schulter. Ich finde hier immer wieder neue Wege, unglaublich. Wo bin ich jetzt hier? Hä? Oh, lol. Schnelltrank. Was soll das jetzt? Musik. Schnelltrank. Hm. Wahrscheinlich erst im Kampf. Der kennt sich aus. Under the rotting pizza. Unter der vergammelten Pizza. Doch nicht hier. Vor all den Leuten. Na ja, cool. Wieder was gefunden. Dabei dachte ich, ich habe alles untersucht. Da ist noch ein riesen Gelände unter mir. Willst du dich aus dem Staub? Der alte Waffenhändler war ein komischer Kauz. Aber ich mag ihn. Da ist ja noch mehr. Hallo, was ist das hier für ein Laden? Ist es Materie? Hereinspaziert! Bei uns herrscht freie Platzwahl. Was darf's denn sein? Empfehlen kann ich natürlich die Empfehlung des Tages. Hereinspaziert! Bei uns okay. Herrscht freie Platzwahl. Sinnloser Laden. So, okay, wir zoomen mal ein bisschen ran. Ja gut, das war die Kneipe hier. Dann ist da noch irgendwas versteckt. Seht ihr das? Achso, nee, das ist das Gebäude. Und da ist noch was. Da gehe ich jetzt hin. Ich muss jetzt die letzten Winkel hier auch noch erkunden. Auch alles dicht. Noch eine Gasse. Schon wieder Leute, die im Weg sind. Vorsicht! In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Dort lungern mitunter finstere Gestalten herum. Wir sind nur hier, weil wir gerade die Arbeit schwänzen. Was wollt ihr eigentlich machen? Ja, finstere Gestalten, die Arbeit schwänzen. Alles klar, ihr seid voll Hardcore. Okay, das war die Gasse. Was haben wir hier noch? Da. So. Die nächste Gasse. Hallo? Oh, was ist? Sind Sie nicht die Lehrerin vom Helmchenhof? Psst, nicht so laut. Man fragt die Leute hier auf dem Wallmarkt nicht einfach, wo sie herkommen. Was machen Sie hier? Weißt du, ich habe schon als Kind immer davon geträumt, eines Tages eine richtige Tänzerin zu werden. Also tanze ich nachts hier im Lokal. Bitte erzähl den Kindern im Helmchenhof nichts davon. Ich habe nur einen Scherz gemacht mit Striptease-Tänzerin. Und sie ist wirklich eine! Tanzen war schon immer meine große Leidenschaft. Oh mein Gott, bin ich gut! Ich bin so gut. Tanzen war schon immer meine große Leidenschaft. Oh, stellt euch vor, ihr seht eure Lehrerin in diesem Outfit. Hättet ihr dann Albtraum für euer Leben? Ich schon. Ja, ich schon. Doch, würde sich mein Gehirn reinbrennen. Ich würde es nie vergessen. Aufpassen, dass mir die Leute mit Hausverbot nicht entgehen. Okay. Fehlt noch der Teil. Da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Und da weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Sieht aus wie
der Keller von der Villa von dem Typen, wo wir eventuell landen werden. Zuschauer nach rechts. So, hier müsste das sein. Ach doch, wir kommen rein. Wieder ein Song. Bitte ordentlich anstellen und nicht drängeln, meine Damen. Okay, ich glaube, der ist fertig. Meine geliebten Zuckerschnecken, bitte verzeiht mir. Meine geliebten Zuckerschnecken. Der Ausstatter. Ah doch, die alte Story ist noch da. Hört sich an wie so ein russischer Schlager. Ey, komm endlich raus da! Die typische Szene. Ist doch keiner! Mir ist bei übel. Schon wieder einer. Das ist der dritte. Nie wieder Wallmarkt. Fürchterlich. Ich hoffe, du kommst wieder gut nach oben. Wo kommt die Musik her? Wenn man es bequem mag, ist das schon in Ordnung da oben. Von dir, ne? Du kommst groß raus. Ich glaub an dich. Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records unter Vertrag. Warte aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner 7-jährigen, dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Bitte The Midgar sehr. Blues. Ist was? Das kommt gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon ein paar verpasst. Kann ich das irgendwie sehen? Gegenstände? Nee, kann ich das wahrscheinlich nicht sehen, oder? Schallplatten, doch. 1, 2, 3. Oh Gott, da fehlt ja noch einiges. Aber ich glaube nicht, dass ich die alle übersehen habe. Weiter so. Ja, wir haben schon viele gefunden. Na gut, so viel dazu. Ja, wenn ich jetzt gucke auf die Karte, dann ist da aber noch recht viel, ne? Jukebox. Dann müsste man eigentlich von hier, also da aus hinkommen. Alter, das war laut. Was ist denn hier? So? Na, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heute Nacht gefunden? Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turteltäubchen. Ja, wie viel? Wie viel? Das fragst du? Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Warte, ich schau schnell in den Reiseführer. Och Mann. Los, du Feigling. Kein Spaß ohne ein bisschen Risiko. So, das müsste die letzte Ecke sein hier, ne? Ja. Schauen wir uns hier nochmal um. Hallo. Willkommen. Eine Pause gefällig? Ah, ich kann mich ausruhen. Übernachten wir mal eine Runde. Herzlich willkommen. Ist nichts passiert, keine Zwischensequenz oder so. Aber wir sind geheilt. Guck mal, hier ist noch eine Toilette frei. Sollen wir Bescheid sagen? Aha, ich kann klauen. Ein Hyper! Was auch immer das ist. Verschlossene Zimmer sind die besten. Oh je, wann bin ich denn eingeschlafen? Noch mehr betrunken, du Bekloppte. Oh nein, warum habe ich Geizhals nur die billigste Absteige genommen? Reicht doch. Gut, das würde mich schockieren, wenn mich jemand die ganze Zeit so anstarrt, aber... Kannst du nach oben gehen ins Bett. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Diese Bruchbude geht ja gar nicht. Wie hattest du es dir denn vorgestellt? Naja, irgendwie so anders. Anders. Komfortabel meinst du, ja? Kannst vergessen. Oh, aber was kriegst du nur für richtig, richtig Zaster in solchen Gegenden? So, ich habe mich entschieden. Wir kümmern uns um alle deine Bedürfnisse. Na gut. Zeit für ein Showbattle. Wir haben Spaß. So, wo melde ich mich jetzt an? Oh, in der Toilette. Stirnband! Oh mein Gott. Stirnband. Endlich mal wieder aus der Cloud. Okay, hier ist es nicht.
Kraftreif. Stirnband. Schützt während des Kampfes vollständig vor dem Zustand Schlaf. Okay. Mein Magen ist voll. Oh, ich habe kein Stirnband auf. Schade, ich habe gedacht, das ändert sich auch. Na gut, aber vielleicht will mich jemand gleich einschläfern. Wenn nicht, dann wechsle ich das nach dem Kampf wieder. Alter Leute, ihr seid im Weg. Weißt du, vor dem Kampf trainieren ist nicht gut, Leute. Das schwächt die Muskeln. So, muss ich mich bei dir melden? Ich glaube schon, ne? Hier auf dem Wallmarkt hat das Chaos System. Ich bin mir sicher, dass auch mein Johnny hier die eine oder andere harte Lektion lernen musste. Johnny, oh du Frucht meiner Lenden. Als dein Vater wünsche ich mir nichts mehr, als dass du durch deine Erfahrungen zu einem reifen Mann heranwächst. Das ist Johnnys Vater? Lol. Die ganzen Leute hier sollen alle für ein Turnier hergekommen sein. Glück gehabt. Zuschauer nach rechts. Teilnehmer stellen sich bitte links an. Für einen kleinen Termin später. Teilnehmer links. Oh nee, ich hab sie doch hier reingetan. Nicht dein Ernst, oder? Das darf nicht wahr sein. Zuschauer nach rechts. Teilnehmer stellen sich bitte links an. Ich check's nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Achso. Noch weiter nach hinten. Alter, ich komme hier nicht durch. Auf wen setzt du? Das Ganze hier in Sektor 6 artet ziemlich aus. Also wir haben hier eine Menge Quests. Einige sind ein bisschen ziemlich bescheuert und machen echt viel Spaß. Und morgen geht's dann Richtung Arena. Da bin ich schon ganz gespannt, auf was wir da treffen werden. Bis dann, ciao.